Furnace mit und 2 Holz. Hier oben fehlt dir das irgendwo, ne? Ja, in der Holzkiste da hinten. Da. Tu mal ganz viel davon da rein. Wir brauchen es aber noch irgendwo, deswegen nehme ich es mit. Oh, dreckiges Eisenerz. Das vergesse ich auch immer wieder. Aber erstmal Stahl. Stahl, 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 Stahl. Dann ist schon wieder fertig. Du verbrätst das echt tierisch schnell. Nein, jetzt habe ich alles mitgenommen. Ugh. Und wir wollten noch mehr davon bauen. So. Ja, viel Stahl ist das nicht geworden. Also brauchen definitiv mehr Eisenreplikatoren und mehr Eisenschmelzen. Wobei wir die alle jetzt mal ersetzen könnten durch die da. Ja, 4-facher Crafting Speed. Das dürfte echt einen Unterschied machen. Brauch allerdings auch Tin und weiße Chips und was weiß ich. Trotzdem bau davon bitte schon mal 3. So, Stein ist verbraucht. Ich wollte jetzt nachgucken nach Superconductor. 7 Stück. Ernsthaft? Achso, weil nicht genug Magnete hergestellt werden, weil nicht genug davon da sind. Okay, das ändern wir mal. Indem wir das hier ein wenig umbauen und aufpimpen. Und zwar mit der ersten elektrischen Schmelze. Die geht nämlich wesentlich schneller ab. Gut. Und mit ein bisschen Landfill kriegen wir hier noch eine zweite davon hin. Und dann sollte das passen. Okay, also Itemaxes sind fertig. Was bräuchten wir theoretisch noch? Ein 2er-Upgrade ist richtig und Rotus und Blades. Aber nein, ich wollte jetzt Speedmodule. Da mal 25? Das sind 15. Ja, trotzdem mal reinschnuppern. So, 2er Schmelzofen. 2er Schmelzofen. So, und jetzt dürften wir nicht mehr in die Verlegenheit kommen, das grüne... Was? Nein, hör auf. Ich alles zumüllen. Dass wir keine grünen Platten mehr haben. Wir gehen richtig gut weg. Und das eine Ding kommt hier niemals nach. Lass mal ein paar mehr Eisenplatten hier, damit ich nicht so schnell wieder herkommen muss. Ja, also momentan staunen sie sich aber nur, weil ich von Hand 100 reingeworfen habe. Ah, das ist krass. Aber ja, sollte jetzt auf jeden Fall alles flüssiger laufen. Wir haben mehr grüne Platten, wir haben Magneten. Durch die mehr Magneten haben wir eine durchgängigere Produktion an Superconductors und dadurch... Oh, Bauernchips haben wir nicht so viel an. Ja, müssen noch Bauernchips hier verschleunigen. Dadurch, dass wir mehr Superconductoren haben, können wir schneller die... MK2 Dalla bauen. Oder auch Solar Panels. Wobei die mir erstmal wichtiger sind. So einen richtig, richtig großen Stromspeicher zu haben, wäre echt schnicke. So, warum bist du so langsam? Woran hängt's? Das Ding hier bekommt nicht schnell genug Kupfer, okay. Die Ärmchen mal ändern hier. Wir sind langsam Hightech-Zeug. Wir sollten nicht mehr so knausern mit schnellen Ärmchen, langsamen Ärmchen und so weiter. Und MK1-Fabriken. Wobei Zahnräder halt nicht ganz gebraucht werden. Dich zu einer gelben Fabrik machen wäre eine Option. Genauso wie die Drahtgeschichte. Ihr wisst ja, wie es mit Draht später abgeht, ne? Mit zigtausend Speedmodulen drin und 12 Ärmchen drumherum und so weiter. Das sind die demütigen Anfänge. Bau bitte irgendwas. Und wo kann ich jetzt von meinem Privatbedarf eigentlich die Dinger hier klauen? Und warum haben wir das bis nach hier hinten gemacht? Fragen über Fragen. Hey damit. So. Blaue Tränke, 40 Stück. Also vielen Dank nochmal für den Tritt in den Hintern. Dass ich das wirklich automatisieren sollte mit den blauen Tränken.
ist zwar ein bisschen friemelig und hat die Lavalampe jetzt noch mehr auswuchern lassen. Und unser Ölbereich hier, der mal richtig schön ordentlich war, der hat langsam so ein Geschwülst hier. Der drumherum sich ausbreitet und das Ding langsam einschließt. Da müssen wir vorsichtig sein. Weil die ganzen Sachen werden später ja abgerissen, sobald die Roboter ordentlich liegen. Und das wird dann ganz schön friemelig, das rauszupulen. Aber gut. Ja, Batterien sehen nicht so gut aus. Warum? Was fehlt da jetzt schon wieder? Kapazitor und Kapazitor fehlt wieder Eisen. Och, Kinders. Gib mal ein paar davon ab und tu die hier rein. Hier noch Kupfer hast du aber, ne? Ja, du kriegst trotzdem noch mehr. Wir lassen hier alles durchgehen und rumschleppen. Was fehlt dir? Gar nichts. Hä? Du hast Circuit Boards? Du willst keine... Achso, weiße Chips haben wir auch zu viele. Wir haben zu viele weiße Chips, ernsthaft. Warum... Mir fehlt ein Ärmchen, kann das sein? Ja... Oh, nee, stopp. Wir sollten nicht das Eisen da auch noch reinschmeißen lassen. Nur die weißen Chips. Filter bitte... da. Gut. Hier, nimm noch mehr. So, das ist okay. Ja, braune Chips. Ach stimmt, der Eigenbedarf für braune Chips, den kann ich hier oben stillen. Da müssten jetzt 600 auf mich warten, richtig? 406? Ah. Oh, du hast keinen Kupfer. Das können wir beheben. Bam. Sehr schön. Hast du auch genug Holz? Ja, hält eine Weile. Oh, sehr gut. 27 davon. Das höre ich doch gerne. Bäh. Lassen wir erstmal so. Wir nähern uns langsam aber stetig den 10 Gigajoule. Das mit dem Regen nimmt ein bisschen Überhand. So viel Pollution habe ich noch nicht in die Atmosphäre geballert, dass wir jetzt durchgehend irgendwelche Wetterphänomene haben, oder? Wäre übrigens noch ein nettes Feature. Ne, ist okay hier soweit. Strom. Ja, jetzt arbeiten nur die Dimensions und die Solarpanels mit wenig Leistung. Aber wir, dank des riesigen Puffers, halten uns ganz gut. Brecht ihm ab, wir haben noch ganz viel von dem Zeug dabei. Sehr schön. Nehmen wir den Eisen. Und es ist immer noch nicht genug Eisen. Nee. Euch ersetzen durch die besseren Schmelzöfen. Klappt nicht, weil Steinziegel fehlen. Okay. Gib mir Stein. Tu die da rein. Nicht irgendwie vollgestopft mit irgendwas. Doch, da ein Eisen. Zing, zing. Gut. Speed-Module sind bald durch. Können wir dann testen. Wobei... Bei den roten Tränken brauchen wir es erstmal nicht. Das sollte ich übrigens wieder, ne, so machen, dass sich das hier schön puffert. Dann haben wir jetzt wieder 50 blaue. Oh, das sind zwei blauen. Egal. Waren wohl über. So, jetzt haben wir in jedem wieder 25, genau wie vor der einen Roboteraktion. Das heißt, wir haben 150. Für 150 kriegen wir es trotzdem noch nicht. Das Ding brauchte irgendwie 250, richtig? Wo sind die Roboter mit den Päckchen? Da. Ne, 200. Ja. Rote Engines bräuchte ich noch für die Roboter. Also. Ja, das sieht schon wesentlich leerer aus, was grünes Zeug angeht, ha? Müsste demnächst die Drills hier wahrscheinlich wieder aufbauen.
kann ich nur nicht, weil jetzt hier Fließbänder sind. Hammer. Ja, wird durchgehend weggenascht. Krass, krass, krass. Aber wenigstens staunen die sich hier. So, ja, braune Chips, daran hapert es immer noch hier unten. Warum, Jungs? Strengt euch an. Du. Fehlt Holz. Was ist hier los? Warum ist da Kupfer auf dem Band? Und Eisen. Hä? Warum nimmst du das da raus? Was ist der Kiste? Oh. Okay. Der geht nicht. Du. Eisenplatten. Sehr komisch. Dann nehmen wir die andere Kiste hinten. Und Speedmodule sind fertig erforscht. Guti. Eine bessere Rüstung. Das wäre vor allem die erste modulare Rüstung. Ich sehe mich jetzt nicht wirklich Basen angreifen in absehbarer Zeit. Ja, wobei die da hinten musste echt weg. Nö. Toolbelt? Nein. Was ist mit Waffen? Ich sehe gar keine Waffensysteme. Also keine, diese, ne? Das Symbol da. Dafür bräuchten wir Rocketry, dafür bräuchten wir Explosives und Flammables. Die sind schnell gemacht. Mach mal. So, du da weg. Dann tun wir das Holz jetzt einfach hier rein. Und tun das da hin. Dann passt das, richtig? Richtig, und das hier kommt alles weg. Gut. Und auch hier mal wieder so. Und schön schnell was. So, schnelle Ärmchen benutzen. Da. Und dann läuft es auch wieder. Gut. Wie viele Super-Dinger da haben wir? 30. Schön. Okay, also, wir wollen Flamewills erforschen, Explosives erforschen, um damit dann was nochmal zu machen? Ah, genau. Weiter in Richtung Waffenforschung zu gehen. Nur für den Fall, dass wir die Basis da im Westen schneller knacken müssen als geplant. Blaue Träger werden weiter produziert. Steinziegel. Müsste jetzt fertig sein, oder? Ja, das ist noch eine Arbeit. Weil ich will wirklich die neuen Schmelzöfen haben. Die sind schick. Ganz schick, die da. Eigentlich hätte ich sogar ganz gerne die MK2-Version davon. Was kostet die denn so? Und unter was finde ich die? Ich gucke lieber erstmal nach den MK1ern. Die waren hier. Ah, genau, Dreier. Bräuchte schon mal 200 blaue Tränke. Das ist krass. Kosten sind okay. Wir haben mehr als genug Blei. Weiße Chips sind momentan auch noch okay. Ich weiß, dass es später mit den weißen Chips schlimmer wird. Das ist ja das Äquivalent zu den roten Chips damals. Und die gingen super schnell weg. Aber momentan geht's noch. Aber die Forschung selber ist halt, habe ich mit den 200 blauen. Wie viel Crafting Speed hast du? 3. Also eine 50% Erhöhung beim Crafting Speed. Nee. Geht so. Oh, und die Ärzte staunen sich bis hier. Okay. Nehme ich mal. Oh, die passen hier gar nicht so wirklich gut rein. Hm? Ja. Passen hier auch nicht wirklich gut rein. Ach ja, das liebe Muster. Stimmt, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Mit den besseren Stromdingern da, weil die zu teuer waren, ne? Na, setz aber mal da einen hin, der kann mir schon helfen, dann ist gut. Und du legst das Ganze unten irgendwo hin. Explosives brauchen wir noch. Go. So. Einfach ein bisschen helfen. Noch irgendwas Schmelzartiges dabei? Oh ne, die 5 kommen erst da. Na,
hält sich alles in Grenzen. Ah, und es regnet und wir haben trotzdem genug. Ah, das ist schön. Ah, das ist sehr schön. Habe ich irgendwas gebaut? Ja, ein paar Kapazitor. Wir sind echt nah dran an der 10. Schöne Sache, schöne Sache. Speedmodule. Kann ich nicht bauen, weil ich lauter Ramsch in meinem Inventar dafür brauche. Den wir hier unten herstellen. Hier irgendwo, wenn ich dann durchkommen würde.